Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video gibt es mal wieder eine Rezension. Die habe ich ja jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Es geht heute um ein ganz besonderes Buch, welches ich sehr, sehr gerne gelesen habe und auch gerade erst jetzt kürzlich ausgelesen habe. Deshalb ist es auch die perfekte Zeit, um jetzt einfach darüber zu reden, weil jetzt noch alles ganz, ganz frisch ist und in meinem Kopf ist. Und ja, ich bin sehr gespannt, darüber zu reden. Vielleicht ist euch das Buch ja schon irgendwie in den letzten Tagen ein bisschen über den Weg gelaufen, sei es irgendwie in der Buchhandlung oder auf Instagram, BookTube, was auch immer. Also ich sehe es gerade relativ häufig und ich glaube, es ist auch mittlerweile auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ich weiß jetzt nicht, auf welchem Platz, aber es ist schon, ja, relativ weit oben. Absolut zu Recht, wie ich auch schon mal sagen kann. Genau, ich zeige euch einmal, um welches Buch es sich hier handelt. Und zwar ist das Dunkel von Ragnar Jonasson aus dem BTB Verlag, jetzt kürzlich erst erschienen. Das Buch wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt vom Verlag, also vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür schon mal. Und ja, das erste, was mich tatsächlich neugierig gemacht hat, ist dieser Aufkleber hier. Ich habe den auch extra deshalb nochmal dran gelassen. Und zwar steht hier, ausgezeichnet als einer der besten 100 Krimis und Thriller seit 1945 von der Times. Und da dachte ich mir schon mal so, wow, okay, gut, das klingt ja schon mal nicht schlecht. Gucken wir uns das Ganze mal näher an. Was ich vorab schon mal sagen kann, ist, dieser Thriller spielt in Island, was auch ziemlich cool ist. Ich habe noch nie, glaube ich, ein Buch gelesen, was dort spielt und generell auch kein Thriller oder so. Was auch kein Wunder ist, weil, das erfahren wir hier auch im Buch, es gibt irgendwie durchschnittlich 2 Mordfälle in Island pro Jahr. Das ist einfach nur krass. Es sind nur 2 Mordfälle, das muss man sich mal vorstellen. Deshalb, vielleicht liegt es daran, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall noch keinen Thriller gelesen, der in dem Land spielt. Die Geschichte hat mich komplett gecatcht, beziehungsweise der Klappentext hat mich komplett gecatcht, als ich ihn gelesen habe. Es geht hier nämlich um Hulda. Hulda ist unsere Protagonistin hier und sie steht kurz vor ihrer Pensionierung, also ich glaube, sie ist 64 Jahre alt und jetzt soll die Pensionierung sogar noch mehr vorgezogen werden, damit ihr Büro frei wird für einen jüngeren Kollegen. Ja, von ihrem Vorgesetzten wird ihr aber noch angeboten, einen allerletzten Fall zu behandeln und sie entscheidet sich für einen Cold Case, also einen Fall, der schon ad acta gelegt wurde, weil damals irgendwie kein Täter gefunden werden konnte und dieser Fall ist in dem Buch ein Jahr her und sie nimmt sich den an, weil sie schon so ein bisschen Zweifel hatte, was damals die Ermittlungen betraf. Also sie wusste schon oder sie hat sich schon denken können, so, ja, okay, irgendwie hat da wohl jemand nicht ganz so gut ermittelt und recherchiert und deshalb hat sie einfach Lust auf diesen Fall und nimmt sich diesen an und ermittelt darin. Ja, und ganz schnell gerät sie in diesen Sog des Verbrechens, der sie auch irgendwann persönlich betrifft und der sie in Gefahr bringt auf jeden Fall. So viel kann man auch schon mal sagen. Also das ist der Klappentext und es gibt tatsächlich zu diesem Buch noch eine Besonderheit. Und zwar ist das Buch hier der Auftakt einer 3-teiligen Reihe. Ich zeige euch mal eben die anderen beiden Teile. Insel, der 2. Teil, kommt im Juli raus und Nebel, der 3. Teil, kommt im September raus. So, und das Außergewöhnliche und das ziemlich Spannende an dieser Reihe ist einfach, dass diese ganze Trilogie von hinten nach vorne erzählt wird. Das heißt, dieser erste Band hier, Dunkel, setzt quasi zeitlich ganz hinten an. Im 2. Teil hier zum Beispiel, hier Insel, den ich euch gezeigt habe, der spielt 15 Jahre vor Dunkel und Nebel spielt dann nochmal, ich weiß nicht wie viele Jahre, vor Insel. Also es ist, wie hier auch schon steht, vom Ende zum Anfang die außergewöhnlich erzählte Thriller-Trilogie um Hulda Hermannsdottir hier. Ich hoffe, sie wird so ausgesprochen. Ja, und das ist mal ein ziemlich, ziemlich cooles Konzept, wie ich finde. Habe ich so bisher auch noch nicht gelesen. Und ich wollte einfach erfahren, so, okay, wie ist das erzählt? Wie steige ich da durch? Es catcht mich das, macht mich das neugierig. Ja, einfach, wie ist das erzählt? Und ich muss sagen, ich habe dann reingelesen und erstmal der Schreibstil, der gefällt mir ziemlich, ziemlich gut. Er ist relativ simpel, muss man sagen. Er ist nichts Außergewöhnliches, aber dadurch kommt man eben, das klingt gerade total abwertend, so ist es nicht gemeint, aber so kommt man halt sehr gut durch das Buch und ja, weiß einfach, also man kann es einfach sehr, sehr gut lesen. Es sind immer sehr kurze Kapitel, ich weiß nicht, 5 Seiten maximal und dadurch kommt man auch extrem gut voran. Jedes Kapitel endet mit einem sehr, sehr spannenden Satz, dass man direkt weiterlesen möchte und ja, das ganze Buch hier ist auf, oder
ist in drei Sichten unterteilt. Ohne jetzt zu viel zu verraten, aber Hulda hier als unsere Protagonistin nimmt natürlich die Hauptsicht ein. Der Haupterzählstrang handelt sich um sie. Also das Buch fängt sehr, sehr langsam an, so habe ich das vernommen. Und ich dachte mir dann schon so, ja, okay, also es ist ja ganz nett, aber bisher verstehe ich irgendwie noch nicht so wirklich, warum es jetzt so gelobt wird, warum es jetzt so gehypt wird, weil der Anfang, muss man wirklich sagen, sehr, sehr ruhig ist. Man wird sehr langsam erstmal in die ganze Thematik reingeführt. Man wird sehr, sehr langsam Hulda bekannt gemacht, also man lernt sie sehr, sehr gut kennen. Aber tatsächlich muss ich sagen, so ab der Mitte des Buches entwickelt sich dann eine absolute Sogwirkung. Also kann man gar nicht anders sagen, die Ereignisse überschlagen sich, die Verdächtigen treten hervor und man ist die ganze Zeit so am Überlegen, okay, wer kann es jetzt gewesen sein? Ich hatte irgendwann, so wie es bei mir immer ist, alle möglichen Menschen verdächtigt, aber es war dann tatsächlich letztendlich nicht die Person, die ich verdächtigt hatte, der Täter, ohne jetzt schon zu viel verraten zu wollen. Besonders geliebt habe ist einfach, dass Hulda eine ganz, ganz außergewöhnliche Protagonistin ist. Also so habe ich sie auf jeden Fall wahrgenommen. Sie ist sehr, sehr interessant, sehr, sehr vielschichtig. Sie hat ihren eigenen Kopf, das lernt man auch sehr, sehr schnell kennen. Sie ist einfach eine ganz, ganz coole Ermittlerin, würde ich einfach mal sagen. Also man kann sich wirklich sehr, sehr gut in sie hineinversetzen. Man erkennt sehr gut, warum sie so und so handelt. Man lernt über ihre ganze, wo man auch sagen muss, schlimme Vergangenheit kennen. Man merkt einfach, was für Schicksalsschläge sie schon erleiden musste. Das hat mir sehr gut gefallen, weil Hulda dadurch sehr gut einfach in meinem Kopf präsent war und ich mir sehr, sehr gut so ein Bild von ihr machen konnte. Und deshalb auch einige Handlungen, die vielleicht nicht immer ganz so realistisch erscheinen hier in diesem Buch, trotzdem nachvollziehen konnte. Also es hat mir sehr gut gefallen. Ein anderer Pluspunkt fand ich war auch noch diese Stimmung, die in diesem Buch transportiert wird. Also das hatte ich wirklich selten, dass, ja, ich eine so düstere Stimmung in diesem Buch vernommen habe, eine so dunkle Stimmung, Wortwitz, wie in diesem Buch. Also das wurde wirklich so gut beschrieben. Das hat mir so gut gefallen und immer wenn ich das Buch aufgeklappt habe und darin gelesen habe, war das irgendwie so, ja okay, eigentlich will ich jetzt gar nicht weiterlesen, weil es so eine düstere Stimmung ist. Ich kann es ja anders sagen. Aber andererseits möchte man natürlich auch wissen, wie es weitergeht und vor allem, wie es natürlich endet. Also ja, wie gesagt, ab der Hälfte des Buches fand ich, nahm das Buch wirklich an Fahrt auf und man hat die ganze Zeit mitgefiebert, zum einen mit Hulda, zum anderen auch mit den anderen Charakteren in diesem Buch, die hier eine große Rolle spielen. Und ja, ich fand es einfach toll, dass wir immer wieder so kleine Ausschnitte auch aus Huldas Privatleben bekommen haben. Wirklich, also Hulda ist eine Protagonistin, die mir sehr ans Herz gewachsen ist und dort auch bleiben wird. Und ja, am Ende spitzt sich natürlich alles zu. Es nimmt an nochmal mehr an Fahrt auf, nochmal mehr an Dramatik und Spannung. Und die letzten 50 Seiten saß ich hier wirklich mit angehaltenem Atem und konnte nur noch lesen, wie es endet. Und das hat mich vollkommen von den Socken gehauen. Also ich hätte nicht damit gerechnet, nicht mit diesem Ende. Vor allem auch nicht, was auf den letzten Seiten passiert. Also ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, ohne spoilern zu wollen, es könnte mir schon klar gewesen sein, wie das ganze Buch hier endet. Trotzdem hat es mich total überrascht und auch irgendwie fassungslos gelassen und mit einem ganz, ganz traurigen Nachgeschmack. Weiß nicht, ob man das so sagen kann. Das war wirklich nochmal wie so ein Schlag in den Magen, diese letzten Seiten. Obwohl man es nicht hätte denken können. So, ohne einfach spoilern zu wollen. Ich rede ein bisschen kryptisch, es tut mir leid, aber ja, ich will euch nicht spoilern, falls ihr das Buch auch noch lesen möchtet. Also, rundum fand ich diesen Thriller wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Am Anfang war es, wie gesagt, ein bisschen langsam, aber dann nimmt es ganz, ganz schnell an Fahrt auf und lässt oder hat mich einfach mit einem ganz, ganz erschreckenden, unerwartetem Ende zurückgelassen. Und es steht auf jeden Fall auch fest, dass ich die beiden anderen Teile lesen werde, weil ich bin jetzt wirklich neugierig geworden und freue mich einfach noch mehr über Hulda erfahren zu können, jetzt in Insel, was ja, wie gesagt, 15 Jahre vorher spielt, einfach sie noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich finde die Idee, dass das wirklich mal von hinten nach vorne erzählt wird, ganz, ganz toll, ganz, ganz, ganz großartig. Ist es ein neues Konzept, was, finde ich, hier dem Autor wirklich sehr gut gelungen ist. Und was ich jetzt auch mal anmerken muss, diese ganzen Beschreibungen von Island sind einfach so phänomenal. Ich habe mich direkt nach Reykjavik reinversetzt gefühlt und es steht jetzt auf jeden Fall fest, dass ich unbedingt auch mal nach Island möchte, weil ich glaube, es ist so wunderschön dort, die ganze Landschaft. Wir haben hier auch am Anfang nochmal eine Karte für den Leser, dass man alles nochmal ein bisschen besser nachvollziehen kann, die ganzen Orte und so. Ja, also wie gesagt, ich fand es wirklich gut. Ich würde jetzt abschließend, glaube ich, 4 Sterne geben, weil es für mich ein guter Thriller war, aber der Anfang ein bisschen
holprig war, sag ich mal, und auch manche Sachen ich nicht zu 100% nachvollziehen konnte, wie sie gehandelt hat. Ja, aber nichtsdestotrotz, die ganze restliche Hälfte des Buches hat es dann wieder rausgerissen und mich wirklich sprachlos zurückgelassen. Deshalb ist das eine klare Empfehlung für euch. Und schreibt mir gerne mal, ob ihr Bock habt, das Buch zu lesen, ob ihr es vielleicht schon gelesen habt, wie es euch gefallen hat, ob ihr auch weiterlesen möchtet dann die Trilogie und was ihr einfach von diesem Konzept haltet, ob ihr euch mehr in die Richtung von dem hier wünschen würdet. Lasst es mich gerne in den Kommentaren einfach wissen. Ich bin sehr gespannt und tausche mich wie immer sehr gerne mit euch aus. Und ja, das soll es hier mit der Rezension gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Wie gesagt, lasst mir gerne auch eure Meinung da. Dann können wir uns ein bisschen austauschen und die Pflanze kommt hier immer näher gefühlt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr das Video guckt. Ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder, wenn ihr möchtet. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.